Herzlich willkommen hier zu einem kleinen Infovideo zu FIFA 15 und der Dambo und der Rotaldo. Wir sitzen hier so ein bisschen zusammen und schauen uns gerade hier diese Seite an. Der Post kam jetzt gerade eben von EA auf deren FIFA 14 Ultimate Team Seite und da wollen wir uns jetzt mal kurz ein bisschen hineinknien, nicht wahr? Ganz genau, denn viele Fans werden das nicht hören. Das Ganze hat etwas mit den FIFA Coins zu tun. FIFA Coins braucht man ja für Ultimate Team, das sehen wir ja auch hier in dem Beitrag. Also Ultimate Team, FIFA Coins, da gibt es ja immer viele Möglichkeiten, wie man an diese Coins herankommt. Ja, und eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man einfach ein bisschen herumspielt, Spiele gewinnt und bam, Coins kriegt. Alternativ gibt es eben auch die Möglichkeit, Spieler zu traden und da Gewinn zu machen. Aber wenn man es ein bisschen einfacher haben will, dann wendet man sich an die sogenannten Coin-Trader und kauft sich die Coins einfach. Und das möchte jetzt EA unterbinden und hat dazu einen ganz langen Artikel hier verfasst. Ich zeige einfach mal so ein bisschen, wie das hier aussieht, von oben nach unten, also ganz langer Artikel. Und es geht halt nicht nur um die Coin-Trader, aber eigentlich geht es letztendlich nur darum, obwohl sie halt mit ein bisschen was anderem anfangen. Aber wir können es mal von oben nach unten so ein bisschen durchgehen. Was meinst du? Ja, also interessant ist ja, FIFA spricht erstmal sehr allgemein das Ganze an. Das heißt ja, the effect of bots on Ultimate Team. Das heißt natürlich, dass sie jetzt so ein bisschen auf die Bots ansprechen. Dass es halt irgendwelche Bots gibt, die sich da an diesen Coins bereichern, die halt Sachen aufkaufen, dadurch auch so ein bisschen traden und so halt viele Coins ercheaten sozusagen. Ja, da zeigen sie mal hier so ein bisschen, was die Effekte sind der Bots. Was meinen Sie mit den Bots? Sie meinen damit die Autobuyer. Das heißt, das sind so Programme, die sich einloggen und den Markt absuchen in Sekundenschnelle und dann die günstigsten Spieler sofort wegkaufen. Das kennen wir quasi von Transformers, die Autobots. Sozusagen. Und hier sagen sie, ja, das effektiert halt den Markt. Deswegen ist die Web-App auch ständig im Alarm gewesen, bis sie dann im Mai die Web-App abgeschaltet haben zum Traden und damit eben die Autobuyer unterbunden haben. Ja, und stimmt zum Teil auch, ne? Ich denke, das kann man auch so sagen. Ja, also eigentlich oftmals merkt man es auch, also zum Beispiel auf PlayStation ist ja ganz oft so, wenn du nicht unbedingt diesen Preisvergleich machst, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, nicht diesen Preisvergleich und dann einen Artikel unter Wert verkaufst, dann ist der sofort weg. Ja, also gibt natürlich auch Leute, die wirklich hartnäckig da was suchen, so, ne? Aber wenn es diese Web-App eben nicht gibt, haben sie halt diese Autobots keine Schnittstelle, wo sie sozusagen sich dran stöpseln können. Und deswegen können wir auch davon ausgehen, dass es bei FIFA 15 mit der Web-App nicht möglich sein wird, zu traden. Das wird sich wohl so ereignen. Und das soll einfach eben diese Autotrader fernhalten. Und die haben es hier aber noch relativ offen gelassen, ob es diese Web-App wirklich für 15 auch gleich zu Beginn geben wird, oder? Ja, also ich denke mal, dass sie die Web-App ganz normal geben, dass sie es ganz normal geben wird, so wie es in den letzten Jahren immer gegeben hat. Die gab es immer einige Wochen vorher, da konntest du halt deine Packs öffnen, die du vorher so bekommen hast, so deine, wenn du halt schon lange bei FIFA dabei warst und so weiter und konntest dann halt so ein bisschen auf dem Markt handeln. So, ne? So vorher mit deinen drei Coins. Ja, kenne ich ja auch. Ja, und es wird wohl hier so sein, dass sie eben diese Schnittstelle zumachen wollen, weil eben das halt eine Schwachstelle ist. Ja, wenn man mit der Web-App eben handeln konnte, dann konnte man über diese Schnittstelle auch mit gewissen Programmen auch da rein. Und das wollen sie halt unterbinden. Und wenn man jetzt weiter runter guckt, haben sie gesagt, dass eben Coins kaufen und verkaufen dazu geführt hat, dass einige wohl schon gebannt wurden deswegen und dass das gegen diese allgemeinen Geschäftsbedingungen geht, also gegen die Terms of Service. Und sie beschreiben jetzt hier, wie sie zukünftig wohl dagegen vorgehen wollen. Es gibt für die Coins-Käufer und Promoter, also auch wir, ne? Wir sagen ja, willst du dir günstig Coins kaufen, schau bei MMOGA. Ja? Und dafür wollen sie jetzt Verwarnung aussprechen. Das erste ist also eine Ingame-Warnung, dass du eine Message kriegst oder halt eine E-Mail bekommst oder und eine E-Mail. Das zweite, wenn man also nochmal auffällt, kriegt man die gelbe Karte. Damit wird dein Club zurückgesetzt und man hält alle FIFA Points, ja, FIFA Points, nicht FIFA Coins, sondern FIFA Points zurück, die man bisher investiert hat. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, warum sie das Ganze machen. Da können wir auch gleich noch dazu kommen.
zu den FIFA Points. Und der dritte Schritt ist eben, wenn man weitermacht, dass man permanent FIFA gebannt wird und das heißt die gelb-rote Karte. Naja, daneben eben die Coin-Seller und Farmer, also diejenigen, die die Coins anbieten an sich und eben diese Farmen, die werden direkt mit Rot bestraft, also direkt gebannt. Genau, das kann man vielleicht auch ein bisschen festmachen, um halt auch mal so ein bisschen das namentlich festzumachen. Also Coins Buying and Promoting, das kann natürlich jeden betreffen. Deswegen gibt es da halt auch diese drei Abstufungen. Man muss nicht gleich gesperrt werden, sondern man kann halt erstmal eine Verwarnung bekommen als Einzelperson. Aber in der zweiten Kategorie, nämlich Coins Selling and Farming, da betrifft es halt solche, wie ihr das auch kennt von anderen bekannten YouTubern oder Let's Playern, die Angebote zum Beispiel bei MMOGA oder halt anderen Seiten, die wirklich das direkt anbieten, da Coins zu kaufen beziehungsweise ja, genau. Dann eben zu sammeln. Also das, was du meinst, wenn das die YouTuber machen, das ist ja das Promoting, der B-Teil sozusagen von dem ersten, ne? Also bei Coin Buying ja, und genau. Promoting. Das ist ja das, was die YouTuber und wir halt auch machen. Aber eben genau, das ist halt nur das Promoting. Aber MMOGA ist sozusagen der zweite Schritt. Genau. Genau, die Firma an sich, die dahinter steht, ist für die direkt rote Karte ja, quasi. Ne? Vermutlich auch die kleinen China-Kinder, die das farmen, die Armen, die werden dann gesperrt. Ja, deswegen also ist halt auch diese Konstellation einfach zusammen, ne? Damit man es so ein bisschen versteht. Also es werden wesentlich weniger, wenn sogar alle jetzt aufhören, irgendwo Werbung zu machen. Das ja. kennt ihr vielleicht auch von unserem Kanal, dass man vorab so einen kleinen Trailer hat, ne? Kauft euch doch günstig MMOGA. Also würden wir nicht machen, weil zum einen würden wir gesperrt, aber auch MMOGA wird das natürlich nicht mehr anbieten. Ja, also ich denke mal, dass sie wohl keine Coins mehr anbieten, aber es spricht ja immer noch nichts dagegen, dass man Werbung für MMOGA macht, wenn man zum Beispiel sich Keys da kaufen will. Das ist da wohl nicht verboten. Also das geht hier allein darum, dass sie keine Coins mehr verkaufen dürfen. Ja. So, und hier steht halt Risk of Buying Coins ist eben auch, dass man gesperrt werden kann, ne? Das wird direkt hier nochmal gesagt. Mhm. Jetzt heißt es, der nächste Schritt ist es das, was wir gerade gelesen haben. Ich guck mal, Coin Selling, Promoting, Using Bots, ja. Dann als nächstes ja, sagen Risk of Buying Coins, ne? Genau. Als nächstes sagen sie hier PC-Match-Cheating. Also es gibt auch Leute, die eben auf dem PC gecheatet haben, also die Abbruch-Cheats benutzt haben, damit sie eben das Spiel gewinnen. Oder eben auch die in Pro-Clubs gecheatet haben. All diese Leute werden auch sofort gebannt. Ja, also da sehen die halt keine keine Sache mehr. Kein Unterschied so, ja. Ja, genau. Und ich sagte eben gerade ja mit den FIFA-Points. Das ist eigentlich der Grund, warum sie eben auch nicht letztendlich mehr die ganzen Coins verkauft haben wollen. Einerseits stört es eben die Spieler, weil die dadurch extrem hohe Preise zum Beispiel auf dem PC haben oder eben, dass das vielleicht für einen oder anderen unfair wäre, wenn sich der eine Coins kauft, sein super Team macht. Aber ich verstehe das mit diesem Unfair nicht. Es wurde so ein bisschen so hingestellt, ja, das ist ja voll unfair, wenn sich jemand die Coins kauft und dann die Packs aufmacht. Andererseits gibt es aber auch ganz legalerweise die FIFA-Points, also die direkt von EA angeboten werden. Das heißt also, man darf sich legalerweise solche Sachen kaufen. Und da sehen die eben halt den großen Verlust drin. Wenn du FIFA-Coins kaufst, bist du wesentlich günstiger dabei, als wenn du diese FIFA-Points eben dir holst, ne? Mhm. Und das ist halt ein großer Verlust für EA. Das ist eigentlich somit der einzige Grund, den ich da sehe. Na, vielleicht auch eben, dass die Server eben überlastet werden durch diese Bots, ne? Das ist natürlich auch ein bisschen fies und dann, ja. Weil ich denke mal, das ist ein ganz großer Teil eben, dass diese FIFA-Points sich weniger verkaufen, wenn es eben diese Coinzelle gibt. Ich finde, es ist sowieso ein schwieriges Thema und man wird da wahrscheinlich auch keine einheitliche Lösung finden. Man sieht es auch unter der Kategorie Our Next Steps. Da ist quasi im letzten Abschnitt As we work to improve FIFA 14 Ultimate Team, we are making security and transfer market health and top priority in FIFA 15. Ja. Also der Transfermarkt ist halt auch ein sehr großer Faktor. Ne? Der war halt teilweise auch echt so ultra... Also, ja, wie sagt man's? Am mit Schwankungen verbunden. Ja. Also, das war echt richtig, richtig schlimm. Und es kann natürlich sein, dass sie dadurch den Transfermarkt ein bisschen in den Griff bekommen, ne? Ja. Ein bisschen stabiler wird. Ja, also an sich also ist es ja so, dass man da sehr viele Probleme hat, wenn diese Bots oder diese Autobuyer da den Markt abgrasen. Ich habe immer in einem gewissen Foren so rumgelesen, hab da gesehen, dass einige wohl irgendwie hunderte Accounts hatten. Hunderte, die gleichzeitig den Markt abgefarmt haben. Du kannst dir ja vorstellen, das ist
was ein Bot eben machen kann, das ist ungefähr, der macht in einer Minute so viele Anfragen, wie du als Mensch vielleicht am ganzen Tag machen könntest. Und jetzt stell dir vor, du hast davon Hunderte, die das machen. Und es ist klar, dass dadurch eben der Transfermarkt kaputt geht. Aber an sich finde ich die Sache schon, dass das, ja, ich weiß nicht, ob das eine Perspektive hat. Also wenn man nur mit FIFA-Points eben daran geht, ich glaube nicht, dass dann so viele Leute noch sagen, oh, jetzt habe ich richtig Bock, ich kaufe mir erstmal FIFA-Points und bin dann glücklich, weil die einfach viel kosten. Und auch die, die Packs sind ja arschteuer im Prinzip, ne, wenn du die mit FIFA-Coins, FIFA-Points kaufst. Also ich denke mal, dass sie sich damit teilweise ins eigene Fleisch schneiden und es eventuell dazu auch zu Verlusten gibt, kommt bei den Käufern. Also dass da weniger Leute sagen, nö, jetzt investiere ich, oder mehr Leute sagen, hier investiere ich nicht mehr. Ja, ich finde auch. Und wir haben ja auch gerade so ein bisschen im Vorwege ja schon drüber gesprochen, was, wozu das noch führen kann. Denn man braucht sich halt nichts vormachen. Das ist mittlerweile wirklich einfach ein Geschäft geworden. Und gerade YouTube ist da natürlich... YouTube ist da natürlich auch die Plattform, die relevante Plattform, ne? Wie viele große YouTuber machen alle, sonst... Alle. Ja, also wirklich alle, außer vielleicht einen, den ich jetzt hier nenne. Aber es machen halt wirklich echt alle und sehr, sehr viele. Und ich glaube, dass es wirklich dazu führen wird, dass man große Einbußen verspüren wird. Ja, also wir werden dann natürlich, wie ihr es jetzt hier seht, offensichtlich keine FIFA-Coins mehr promoten können. Das ist wohl so. Ich bin gespannt, wie das dann oder was für einen Verlauf das nehmen wird. Und ich bin auch gespannt, was eure Meinung dazu ist. Werdet ihr euch trotzdem FIFA 15 holen? Werdet ihr sagen, oh, jetzt habe ich richtig Bock, weil jetzt sind nicht mehr die ganzen overpowerten Teams da, weil sich ja jetzt nicht jeder sozusagen die ganzen Points holt? Wobei man dazu sagen muss, die wird es auch geben, liebe Freunde. Also bitte die rosa Brille abnehmen, denn wie viele Leute gibt es, denen es scheißegal ist, wie viel Geld die da rein investieren, weil sie es einfach haben und die trotzdem diese verdammten Points kaufen werden und trotzdem diese Overpower-Teams haben. Also das darf man halt nicht vergessen. Es wird trotzdem noch die Leute geben, denen es scheißegal ist, wie viel sie da rein investieren. Und ich finde, das ist dann erst recht frustrierend. Richtig, dann ist es nämlich richtig unfair. Weil die Leute, die investieren richtig rein, die haben es vielleicht. Und dann bist du so, denkst dann, ja, ich kann mir keine Coins holen, ich kann mir auch diese Points nicht unbedingt leisten. Ich spiele jetzt hier ein bisschen, ich komme nicht voran, weil ich habe ein gammeliges Bronze-Team und verliere jedes Spiel oder so, ne? Ja, denn was ist die Ansprech- oder die Zielgruppe für FIFA? Ne, das sind ja halt, wann habe ich damit angefangen? Mit 12 oder so? Ja. Von 12 bis 16, da hast du gerade mal dein Taschengeld, wenn du vielleicht noch nebenbei arbeitest. Und die setzt du doch bestimmt nicht dann für so ein Spiel ein. Ja, der eine andere schon, ne? Ja. Und da bin ich mal auf jeden Fall gespannt, was die Kommentare dazu oder was unsere Zuschauer dazu sagen. Ja. Was ihr davon haltet, wie ihr das Ganze seht. Seht ihr es positiv oder eher negativ? Lasst uns auf jeden Fall das in den Kommentaren mal wissen. Und ja, ich denke, soweit wollen wir es erstmal da stehen lassen. Vielleicht gehen wir auf die Kommentare irgendwann nochmal ein, vielleicht in einem zweiten Video oder so. Definitiv. Und ich finde, vielleicht kann man das auch so machen, dass man sagt, alle, die es gut finden, können dem Ganzen ein Like geben. Und alle, die es schlecht finden, können dem ein D-Like geben. Dann haben wir mehr D-Likes. Dislikes, meinst du ganz viele? Nee, muss nicht sein. D-Like. Also ich sag D-Like, das ist mein neues Unwort. Ja. Nee, also ihr könnt ja gerne auf jeden Fall ein Däumchen da lassen, wie ihr das findet. Genau, aber definitiv Kommentare. Sagt uns, wie ihr das findet. Gut, dann sagen wir erstmal vielen Dank, dass ihr dabei seid und dabei wart und diese knapp 14 Minuten durchgehalten habt. Genau, und wenn ihr FIFA 15 vorbestellen wollt, einfach mal den Link in der Videobeschreibung anklicken. Richtig, das könnt ihr gerne machen, es sind ja keine Coins. Und damit sagen wir danke, over and out, tschüss. Tschüss.